Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Am 30.04.2024 kommt es kurz nach Mitternacht zu einem Abbrand einer Außenfassade über mehrere Geschosse an einem Wohnhaus in Stuttgart-Nord. Ein auf dem Heimweg befindlicher Passant bemerkte das Feuer und meldete den Brand sofort über die 112. Als die Feuerwehr am Einsatzort eingetroffen ist, hatte sich der Brand an der Fassade schon über drei Balkone ausgebreitet. Zeitgleich während der ersten Erkundungsmaßnahmen gab es noch eine Verpuffung auf einem der Balkone. Daraufhin wurde vom Einsatzleiter auf den zweiten Alarm erhöht. Von der Leitstelle wurde dann ein weiterer Löschzug sowie einige Sonderfahrzeuge zur Einsatzstelle beordert. Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte nahmen sofort zwei Löschrohre von außen vor, eines über die Drehleiter. Ein weiterer Trupp nahm ein Löschrohr ins Gebäudeinnere vor, um einen Übergriff des Feuers ins Innere des Gebäudes zu verhindern. Mutmaßlich durch eigene Löschversuche wurde eine Person bei dem Brand verletzt. Aus dem betroffenen Gebäudebereich konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr 25 Personen selbst in Sicherheit bringen. Um auch an Glutnester zu gelangen, musste die Feuerwehr aufwendig Fassadenteile entfernen, um alles restlos ablöschen zu können. Weitere und ausführlichere Informationen findet ihr wie immer unterhalb des Videos in der Videobeschreibung.
Haltung. Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.